Bösingendorf liegt direkt an der Grenze zu Niedersachsen in Thüringen. Die Ortschaft, so war es ursprünglich mal geplant, sollte platt gemacht werden. Häuser weg, freies Feld, Einsicht zur Grenze. 2. Oktober 1961 war der erste Treck, das waren, soweit ich informiert, mit 58 Personen. Am 23. 24. Februar 1963, war ein Wintertag, mehr als 20 Grad minus, haben wir uns aufgemacht in den Westen. Die Pferde waren mit weißen Decklaken überdeckt, damit man ihn nicht erkannt. Wir als Kinder das Gleiche, die Wege waren nicht so erkennbar, durch die Schneewehen, und deswegen kippt der Schlitten um. Oder braucht er nur einer von der Grenze da lang zu fahren? Da war es vorbei. So, jetzt kommen wir zur Grenze, breit aufgemacht den Zaun, so, und dann Luft geholt. Jetzt muss man ja rüber. Erstmal die Pferde vorweg, nichts passiert. Alle hinterher, wir waren 13 Leute. Dann waren wir, wie gesagt, dann in Immingerode, morgens früh um 5 Uhr. Im Nachhinein haben wir also noch einige Ausschnitte von Grenzpolizisten gehört. Da hätte ich drauf gehalten, wörtlich. Wir sind also sehr gut aufgenommen worden, muss ich einfach nochmal sagen, im Ort. Und insgesamt, das, also die große Masse, kann man sagen, perfekt. Ich bin natürlich froh, dass die Wiedervereinigung in dieser Form stattgefunden hat. Dennoch ist es so, und das würde ich mir wünschen, dass viele Leute sich irgendwo mal bewusst werden, dass auch in Klammern Flüchtlinge, Ausländer, wie auch immer, integriert werden müssen. Kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, und da muss dran gearbeitet werden.